für mich eine einmalige Scheußlichkeit, das mal so unverhohlen zu sagen, dass ein Staatsoberhaupt sich wirklich nicht enthalten kann, über Literatur und Kunst sozusagen dogmatische, ja zensurhafte Urteile zu fällen. Ich finde das indiskutabel. Der Chef der Freiheitlichen Partei Österreichs attackierte Peymann gar mit einem von Karl Kraus entlehnten Zitat. Peymanns Ende wurde vorausgesagt, der Theatermacher mutierte zum Skandalmacher. Während draußen die städtische Müllabfuhr den Misthaufen entsorgte, gab es drinnen organisierte Pfeifkonzerte, aber auch Ovationen für den Dichter, das Stück und die Inszenierung. Für den bereits von schwerer Krankheit gezeichneten Thomas Bernhard war es der letzte Triumph seines künstlerischen Schaffens. Das Stück hat sich, was er nicht mehr erlebte, in den darauffolgenden mehr als 10 Jahren mit weit über 100 Vorstellungen zum größten Burgtheatererfolg der Ära Peymann entwickelt. Es ist Bernhards ultimative Abrechnung mit seinem Heimatland und seinen Landsleuten. Die Inszenierung von Klaus Peymann geriet zur Demonstration für die Freiheit und für die Frechheit der Kunst. Loren war seit jeher ein Mentor des steirischen Kulturlebens gewesen. Aus dem Forum Stadtpark ging nicht nur Wolfgang Bauer hervor, sondern unter anderem auch Peter Handke, der bereits mit 24 Jahren Kontakt zum Literaturkreis Grazer Gruppe aufgenommen hatte. Sein Einstieg in die Literatur war furios. Mit der provozierenden Publikumsbeschimpfung startete er eine fulminante Karriere. Ihr Unterweltler, ihr Nimmersatt, ihr Siebengescheiten, ihr neunmal Klugen, ihr Lebensbejaher, ihr Damen und Herren, ihr Persönlichkeiten des öffentlichen und kulturellen Lebens, ihr Anwesenden, ihr Brüder und Schwestern, ihr Genossen, ihr werten Zuhörer, ihr Mitmenschen, Sie waren hier willkommen, wir danken Ihnen. Gute Nacht. Handke, gern gesehener Gast beim Steirischen Herbst, hatte sich rasch etabliert und sprach ein vornehmlich jugendliches Publikum an. Ich lese den Schluss aus dem Roman Der kurze Brief zum langen Abschied. Du bist selber damit gemeint, wenn du so redest. Der gebürtige Kärntner, der aus äußerst bedrückenden familiären Verhältnissen stammt, hatte einst in Princeton den honorigen Literaten der Gruppe 47 Beschreibungsimpotenz vorgeworfen. Seither lehnte er sich gegen herrschende Systeme auf. Vereinnahmen ließ er sich nie. Redst doch ihr, wenn so gern redet. Ich bin nicht froh, wenn ich nicht reden muss. Komm doch her. Ja, ich glaub's, mir macht es Spaß da. Na ja, komm her auf meine Seite, wenn du. Der spielt doch noch nicht so auf. Glaubst mir macht es Spaß, da vorzulesen, Geschichten. Der schöne Tag draußen. So. Der Filmregisseur John Ford war damals 76 Jahre alt und lebte in seinem Haus in Bel Air, nicht weit von Los Angeles. Er hatte seit 6 Jahren keinen Film mehr gedreht. Gerechtigkeit für Serbien forderte er 1996 vehement nach seiner zweiten Reise über die Drina hinaus nach Srebrenica. Aus einem schmalen Erzählbändchen, in dem er seine Ideen von einem intakten Großjugoslawien formuliert, trug er Textproben vor und bezieht Stellung. Ich bin im Großen und Ganzen auch in meiner Literatur von der Lektüre her von Tschechow und von Dostojewski und Tolstoi und Gogol bin ich slawisch bestimmt. Und wenn ich einmal mich zu Wort melde, dann ist das nicht in der Tradition der französischen Moralisten, sondern als Augenwortmensch, als im Großen und Ganzen als einsamer Trottel, aber der doch Gefühl hat. Wer also war der Aggressor? War derjenige, der einen Krieg provozierte, derselbe wie der, der ihn anfing? Und was hieß anfangen? Konnte auch solch ein Provozieren
ein Anfangen sein? Glauben Sie nicht, dass er betroffener gewesen wäre, wenn er ins Ghetto von Warschau gefahren wäre? Diese Parallele. Vielleicht sind die Journalisten, die in den Lagern waren, die in Sarajevo gesessen haben, vielleicht sind die etwas betroffener als Sie. Die bosnischen Boten nicht. Das kann ich schon überhaupt nicht hören. Gehen Sie nach Hause mit Ihrer Betroffenheit. Stecken Sie sich die in den Arsch. Eine kultivierte Stimme haben Sie immerhin. Ich war zumindest... Arschloch. Aber es gibt auch 200.000 tote Journalisten. Sie sprechen, als ob Sie der Besitzer der 300.000 Toten wären. Nein. Als ob Sie der Besitzer des Leides wären. Ihr scheinheiligen Gestalten. Tut so, als gehört euch das Leid. Das ist das Schlimmste. Das heißt, habt ihr im Grundbuch eingetragen, das Leid, oder wie? Jammergestalt. Ich rede nicht mit Ihnen, hauen Sie ab. Das ist Diskussion, man will Diskussion von mir. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Seither verfolgt Handke aufmerksam das Geschehen am Balkan. Sein medienkritisches Theaterstück über die Ereignisse ist Klaus Peimanns letzte Inszenierung am Wiener Burgtheater. Bei den gescheiterten Friedensverhandlungen auf Schloss Rambouillet als stiller Beobachter anwesend, sorgte er mit seinen Statements erneut für Aufsehen. Ich sage, dass ich nur mit dem staatlich-serbischen Fernsehen rede. Aber können Sie das vielleicht... Bis an mein Lebensende. Bis ans Lebensende. Und mit Unbekannten und Privaten, aber nicht... Nie mehr mit Journalisten. Warum? Es gibt keinen Grund, man atmet besser. Die Schriftstellerin Lotte Ingrisch verfasste das Libretto für eine Mysterienoper, die ihr Mann Gottfried von Einem komponiert hatte. Dieses Werk verletzt. Das Gespenst hatte davor schon in Achterbusch zwei jubarische Heimat die Gemüter erhitzt, war doch der Film mit öffentlichen Geldern gefördert worden. Hierzulande erfolgte die Beschlagnahme, ehe es noch zur Aufführung kam. Tatbestand, Herabwürdigung und Verspottung von Personen, die Gegenstand von Verehrung der Religionsgemeinschaften sind. Auch wie wir den Film machten, habe ich zu meinen Freunden gesagt, mit dem Film stehen 2000 Jahre abendländische Religion auf dem Kopf. Aber wo sollen wir es denn sonst hinstellen als auf dem Kopf? Sollen wir das immer irgendwo in welchen religiösen Kellerlöchern lassen? Sollen wir das in den Köpfen von den Bischöfen lassen? Oder wo denn? Ich meine, der Film ist ja nicht der Skandal, die Behandlung des Filmes ist der Skandal. Das ist im Grunde ein harmloser Film. Wenn man sich das vorstellt, welche Relationen das sind, da wenn eine Rakete aufgestellt wird, das interessiert diese Kreise überhaupt nicht, wo ihre Kinder alles in die Luft fliegt und verreckt. Und da machen dann Dank Gottes gut, weil ein Film an ihnen vorübergegangen ist, als das größte Übel der Welt. Die Freiheit der Kunst ist doch nie vom Staat erweitert worden, sondern immer von den Künstlern immer wieder ein kleines Stück ist diesem Harnischstaat abgetrotzt worden. Hat immer wieder von diesen Ritterpanzern ein kleines Eisen drum runter und Menschen neigeschaut. Und das wollen sie eben nicht. Es gibt also nicht nur die Freiheit der Kunst, sondern auch den Schutz der Würde des menschlichen Gefühls. Und ich glaube, das ist eigentlich dort eher der Konfliktstoff gewesen, als ein objektives Abweichen von irgendwelchen Grundsätzen der Kirche. Du sollst nicht glauben, dein Wort ist für uns da. Jeder muss sein Pinkel glauben. Das Gespenst, bislang unbeanstandet bei mehreren ausländischen Festivals gezeigt, war von der Jury der evangelischen Filmarbeit ein Jahr vor dem Eklat zum Film des Monats gewählt worden. Ein Antrag im Jahr 1997, das Aufführungsverbot in Österreich nach nunmehr 13 Jahren endlich aufzuheben, wurde abgeschmettert.